Guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Pocket Edition 0.9 Alpha für iOS und Android. Und ich habe jetzt heute endlich mir mal die iOS-Version geschnappt hier für mein, ich hoffe man sieht es halbwegs, für mein iPad. Und wir wollen einfach mal gucken jetzt, was ist denn alles so neu und was ist nicht neu, was kann man da so machen und, warte mal, Advanced. Wir gehen das einfach mal, würde ich mal sagen, chronologisch mal durch. Wir fangen an mit einer infiniten, also in einer unendlichen Welt. Und ja, Kreativmodus würde ich auch mal sagen und gucken einfach mal, was uns da so erwartet. Ich hoffe mal, es läuft halbwegs flüssig, aber ich gehe eigentlich davon aus. Es müsste eigentlich laufen, im Sound müsste eigentlich auch da sein. Oh, hier sehen wir schon einen schönen Wald. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Oh, nicht runter hoch natürlich. Hui, was hier so alles auf uns zukommt. Okay, das ist natürlich eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist bei dieser Version. Wenn ihr die Sichtweite, so wie ich, etwas weiter habt, dann müsste ich die Welt erst wirklich mal aufbauen. Also ihr seht es, wir gucken da jetzt in die Ferne und die Welt baut sich jetzt erst so Stück für Stück auf. Aber okay, wir gucken mal einfach bei den Sachen nach. Wir haben natürlich neue Blöcke und nicht mal den Netherrack. Wir gucken einfach mal weiter unten. Emerald hatten wir vorher, glaube ich, nicht. Und bevor ich jetzt hier wieder wie in der ersten Folge Scheiße laber, muss ich mal auf jeden Fall erstmal gucken. Hier. Granit hatten wir vorher definitiv nicht und Diorit in verschiedenen Formen, polierter Diorit und normaler Diorit. Andesit kommt mir auch relativ neu vor. Okay, wir wollen natürlich auch mal ein paar Monster sehen. Ich fliege jetzt mal eben hier ein bisschen rum. Das läuft noch halbwegs gescheit, ich versuche trotzdem mal eben. Fancy Graphics, Beautiful Skies, Animated Water, Sichtweite mal auch ein bisschen runter. Sonst ist das nämlich nicht flüssig genug. Okay, so, runter. Die harte Landung auf dem Boden der Tatsachen. Okay, was haben wir jetzt hier? Ich gucke immer mal ein bisschen mal in die Richtung. Ich gucke immer mal ein bisschen runter, weil ich jetzt hier gerade auf meinem iPad spiele. Und deswegen, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Einen Schwamm? Ein Schwamm, das ist schon mal geil. Es gibt neue Blumen, es gibt einiges Neues. Endportal, okay. Was haben wir sonst noch? Monster-Spawner gibt es jetzt natürlich auch. Und wir wollen natürlich auch mal ein paar Monster spawnen lassen. Wo habe ich die denn jetzt? Ah, hier. Spawn, Peak, Zombie-Pigman. Villager. Ah, Villager gibt es ja jetzt auch. Es gibt jetzt Dörfer. Silverfish. Warte mal. Irgendwas Neues. Kuh, Pig, Sheep. Oh, Wolf, okay. Wolf sind ja diese Hunde. Mushroom, Creeper, okay, Creeper, und was haben wir hier noch? Enderman gibt's jetzt auch. Ich würde sagen, wir spawnen einfach mal ein paar Sachen. Aber wir müssen natürlich jetzt diesmal darauf achten, dass wir die Schwierigkeit auch anhaben, ne? So, habe ich jetzt mal gemacht. Ah, er brennt, der Zombie-Pigman, Hilfe, er brennt. Und ein kleines Hündchen. Und ein Enderman, und noch ein Enderman. Oh, noch ein Enderman. Und noch ein Wolf, und noch ein... Oh, nein! Den Hund verärgert. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Creeper-Alarm. Creeper-Alarm. Oh, lol. Okay. Hat er sich schon gesprengt, der Gute. Eine Kuh. Was haben wir sonst noch? Enderman hatte ich schon. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas Lustiges? Villager. Ah, Villager, genau. Oh, die kleinen Villager. Da laufen sie rum. Okay. Ja, einige neue Sachen auf jeden Fall, die wir jetzt hier haben. Höhlen haben wir auch. Ah, wir haben so viele neue Sachen. Wir werden auch bald noch zusammen spielen. Das wird auch ein lustiger Spaß. Warte mal, ich hole mir jetzt erstmal ein Schwert und mache jetzt hier mal ein bisschen Creeper-Alarm. Nein, ist sofort kaputt gegangen. Ich will mal hier eine Creeper-Explosion haben. Oh, der ist auch sofort kaputt gegangen. Lol, der kleine Villager, guckt ihn euch an, wie süß. Okay, das waren also schon einige Neuerungen. Der brennt immer noch, der Zombie-Pigman. Was haben wir hier denn noch? Eine Bowl, die hatten wir natürlich schon. Inksack, aber vom Tintenfisch ist das wahrscheinlich. Während jetzt hier die Villager noch rumlaufen und hier unser schöner Zombie-Pigman noch in den Karpaten rumläuft. Ja, so ist das natürlich schon etwas besser, weil man jetzt so natürlich, so braucht die Welt nicht ganz so lange zum Laden. Aber ihr seht es schon, oben auch an der Oberfläche hat sich auch ein bisschen was getan. Wir fliegen einfach, würde ich mal sagen, noch ein bisschen weiter rüber. Ich glaube, ich werde es auch ein bisschen aufteilen in Creative und nochmal Survival-Mode. So, hier ist nämlich jetzt das Problem, dass ich das erst wieder auf... Das muss erst wieder laden, ne? Bis es fertig ist. Vielleicht finden wir auch ein Villager-Dorf noch. Das wäre natürlich auch noch geil.
Ansonsten natürlich, was hat sich geändert? Infinite Welten und ja, Höhlen und neue Erze und, ach, hast du nicht gesehen? Einiges Neues, was wir hier haben. Allerdings habe ich jetzt noch kein Villager-Dorf gefunden. Wie gesagt, Villager-Dörfer gibt es auch. Es muss hier wirklich erstmal, ich muss die Welt wirklich erstmal laden lassen. Das kann etwas dauern. Aha, Lava sehr an der Oberfläche. Also, Mojang bietet uns natürlich hier schon relativ viele Möglichkeiten in diesem Spiel, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und, warte mal, finde ich vielleicht noch... Ah, hier ist doch was, hier ist doch eine Höhle. Die wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Oh, bang, runtergefallen. Wollen wir sie? Hier, sowas zum Beispiel. Höhle, ich wollte aber mal den Spawner ausprobieren. Wo war der denn nochmal? Der Spawner war hier. Ein Monster-Spawner. Allerdings nicht gefüllt. Ich weiß auch nicht genau, wie das dann abläuft. Was mir in dieser Version noch nicht so gut gefällt. Oh, ich bin nicht hier runtergefallen. Warte mal, wir machen das mal eben weg. Damit ich auch was sehe. Warte mal, kann ich das mal sofort ein bisschen demonstrieren, was mir nicht so gut gefällt bisher? Ach komm, ich will da doch ein bisschen runter. Ach, weil ich noch am Fliegen bin. Hier zum Beispiel. Wir sind jetzt in einer Höhle unten. Ich finde es noch ein bisschen zu dunkel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo habe ich denn die Fackeln? Hier. Wir sind in einer Höhle und wir wollen ein bisschen Licht machen. Ich weiß auch nicht. Ich finde es echt noch ein bisschen zu dunkel, vor allem auf manchen Endgeräten. Also von Matthias auf dem S2, da war es schon relativ... War schon relativ gering vom Licht her. Okay, das war auf jeden Fall jetzt schon mal einige Neuerungen. Warte, wir können auch mal weiter gucken. Was haben wir sonst noch? Ja, gut, Blumen. Ah, neue Bäume und so. Neue Bäume und neue Blumen natürlich. Warte mal, wir gehen mal wieder hoch. Mal wieder zurück an die Oberfläche. Ah, flieg. Flieg nach oben, kleiner Mann. Ah, okay. Ich suche mal eben noch ein paar neue Bäume raus für euch. Und was es auch neu gibt, was ich, glaube ich, auch vorher noch nicht gesehen habe, dass auch mal so ein Baum hier einfach ein bisschen in der Landschaft rumliegen kann und natürlich auch noch so ein paar Verästelungen hat, wie man das ja da gesehen hat. Ja, natürlich neue Blumen haben wir hier noch. Ich will euch einfach mal so einen kleinen, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nicht so ganz systematisch, wie ich jetzt hier vorgehe, aber ich möchte euch einfach mal nur so einen kleinen Einblick geben, was jetzt hier alles noch so dann neu dazugekommen ist. Ich hatte es zwar schon mal gemacht, da war ich allerdings nicht so ganz zufrieden mit der Aufnahmequalität und die ist jetzt nun wirklich um einiges besser. Auch wenn ich das natürlich jetzt hier alles noch aufbauen muss, aber das ist okay. Letztes Mal hatte ich das noch am PC gemacht mit BlueStacks, das ging allerdings nicht mehr so gut. Hier, riesige Bäume, das hatten wir, glaube ich, sonst auch noch nicht. Und verschiedene Vegetationen, verschiedene Biome soll es auch geben, das sind auch noch Sachen, ich kann euch die Patchnotes auch gerne noch hier drunter verlinken. Da gibt es so viel Neues. Während jetzt ich in die Welt wieder neu laden muss, natürlich. Immer so ein Punkt hier bei Minecraft. Ah, das wird so ein... Matthias und ich werden bald eine Play-Together-Season starten. Das wird so episch. Da vorne eine Höhle. Allerdings suche ich jetzt gerade mal noch so ein Biom, so ein bisschen mit etwas... Ich hatte das vor kurzem mal gesehen, so etwas dunkleres Gras und vor allem auch etwas höher. Aber dieses Gras gab es vorher in der Art, glaube ich, auch noch gar nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Gras hier unten, was ihr da unten jetzt seht, abfarmt, dann bekommt man auch Samen raus. Die hat man, glaube ich, sonst nur bekommen, wenn man mit der Harke da ein bisschen rumhantiert hat. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, könnte mich natürlich verbessern, wenn das der Fall ist. Hui, was ist hier noch? Ah, es lädt. Ja, natürlich einiges an Kohle und so, was man jetzt schon sofort auf dem ersten Blick hier in den Höhlen sieht. Unterirdische Höhlen gibt es natürlich auch noch. Ah, es ist wunderbar. Was mir auch noch aufgefallen ist in der Version, dass es in den Höhlen unten relativ viel Kies gibt und relativ viel von diesem Diorit und Granit. Also es ist teilweise, finde ich, so ein bisschen nervig. Hier sehen wir zwischendurch noch ein paar andere Bäume. Immer zwischendurch so ein paar Birken. Weiß ich nicht, ob es die vorher schon gab. Ja, und hier komme ich jetzt erst nicht weiter, weil es noch laden muss. Ja, wir fliegen jetzt eigentlich schon eine ganze Zeit hier drüber, ne? Man sieht erstmal, wie groß das jetzt hier alles ist, weil es ja unendlich ist und immer weiter sich aufbaut. Eieiei. Nicht schlecht. Komm, wir werfen noch ein paar Sachen runter. Wir spawnen noch ein paar Sachen. Wir spawnen noch ein paar Pikmin hier auf dem Baum. Kann ich das? Kann ich das auf dem Baum spawnen? Ja, da! Die wollen mich jetzt natürlich alle ärgern, aber die kommen nicht zu mir hin. Kann ich noch ein paar Wölfe hinterher machen? Ja, da. Die sind alle böse auf mich, können aber auch nichts machen. Alter! Riesige Wolf-Eskalation hier.
Wenn ich jetzt runtergehe, dann werden sie mich alle töten wollen, das weiß ich jetzt schon. Deswegen glaub ich. Ja, da kommen sie. Kommen jetzt alle auf mich zu und wollen mich töten. Nein! Lass mich in Ruhe! Okay. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus in der Minecraft 0.9 Alpha-Version. Hier steht auch gar nicht mehr in dem Titel, steht gar nicht mehr auf dem Bildschirm drin, welche Version wir haben. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz noch zurück, Quit to Title. Ja, genau. Genau. Das ist Minecraft, ne? Wird man ab und zu auch mal rausgeschmissen. Play. New. Jetzt suchen wir nämlich mal noch eine Flat. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Das ist, kennt ihr natürlich noch vom PC. Hier kann man jetzt einfach irgendwelche Sachen bauen, wenn man mal irgendwelche Tutorials machen will oder man will irgendwas testen, irgendwelche Maschinen oder sowas. Dann kann man das hier machen. Was mich allerdings so ein bisschen stört, ist, dass man hier jetzt leider noch kein... Man kann noch keine Redstone-Sachen machen. Also ihr seht es, was haben wir hier zur Verfügung an Redstone? Ja, hier Redstone. Wir können einen Kompass machen, wir können dann irgendwann eine Uhr, brauchen wir glaube ich auch etwas Redstone für, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben natürlich dann auch noch eine Schiene, eine Antriebsschiene, aber ansonsten ist das dann doch relativ begrenzt. Wird wahrscheinlich dann in der nächsten Version kommen und Play, New, Advanced. Wir gehen jetzt mal World Type Old und Survival, dann haben wir... Wir gehen nochmal in den Creative. Ich möchte euch noch gerne einmal zum Abschluss noch ein Villager-Dorf zeigen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und finden noch eins. Ja, das ist auf jeden Fall der alte Welttyp. Und was ganz wichtig ist, Leute, was ihr auf jeden Fall bedenken müsst, wenn ihr Multiplayer spielt, macht unbedingt diesen Welttyp, denn der andere kann sonst nicht die komplette Welt betreten. Das war das, was ich mit Matthias mal hatte. Du kannst, wenn du eine unendliche Welt machst, kannst nur du als derjenige, der den Server hat, kann die Welt betreten, der andere nicht. Also betreten schon, aber dann, ja, irgendwann ist vorbei. Dann sieht man hier quasi, so wie das jetzt hier ist, und man sieht den anderen dann da hinten rumlaufen und man selber kann das nicht betreten und das ist ein bisschen schade und deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, wenn ihr zu zweit zocken wollt oder zu dritt oder zu viert, ich weiß nicht, wie viel Platz man hier auf dem Server hat, wenn ihr mit mehreren spielt, macht auf jeden Fall so eine Welt. Ist auf jeden Fall cooler. Und das sieht schon teilweise, ich finde, das sieht schon auch in diesen relativ begrenzten Welten, sieht schon geil aus eigentlich. Das gibt doch schon einiges her und wir machen gleich auf jeden Fall nochmal die fancy Graphics, werfen wir gleich auf jeden Fall nochmal eben an, weil wir es können, ne? Weil wir es natürlich können und weil es dann natürlich auch viel geiler aussieht. Ach, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so auf die Season mit Matthias. Einziger großer Kritikpunkt, den ich noch habe, ist, dass man... Oh, hier ist leider kein Villager-Dorf, schade. Dass man wirklich nicht gescheit online zocken kann, momentan noch, mit mehreren. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Das hätte mir richtig Spaß gemacht, mit euch hier zusammen zu zocken. Das wäre richtig gut gewesen. Ja, das ist noch ein Kritikpunkt, den ich noch habe. Okay, würde ich sagen, Leute, sind wir auch schon am Ende angelangt, ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einige Einblicke gewonnen. Und wenn es euch gefallen hat... Oh, was haben wir denn da noch? Ja, hier natürlich immer was an der Oberfläche an Zeug. Das sieht man auch immer noch. Ah, wir wollten die Graphics noch anschalten. Genau, wir wollten die Graphics noch... Wir wollten uns das noch angucken. Moment, das will ich natürlich noch eben machen. Das will ich natürlich eben noch machen. Ich habe auch noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee, was wir noch Cooles bauen können hier. Wir bauen uns jetzt nämlich mal eben noch schnell einen kleinen Lava-Wasserfall. Wo haben wir denn die Lava? Hier haben wir einmal Lava. Options, View Distance hoch, alles an. Back to Game, ein bisschen höher. Oh oh, die Lava fließt. Hier unten haben wir jetzt unser geiles Wasser, oben haben wir unsere geilen Wolken. Das sieht schon echt cool aus. Ich bin aber überrascht, dass es wirklich so gut aufzunehmen geht. Nur online könnte es ein bisschen problematisch werden, aber das werden wir dann noch sehen. Da fließt es jetzt runter. Ich bin mal gespannt, was passiert, ob wir dann Obsidian erzeugen können. Ich glaube aber schon. Also ich habe es unten schon gesehen, in ein, zwei Höhlen, dass ich da auf jeden Fall Obsidian hätte abbauen können. Was natürlich auch von Vorteil ist jetzt in dieser Version, man kann endlich die Diamanten auch mal in der Höhle finden. Man muss nicht immer nur so unter Tage rumeiern, wie beim normalen Minecraft im Grunde auch. Und oh oh, der Lavasee. Geht hier wirklich schon ganz gut ab. Also ich hoffe mal, wir können ein bisschen Obsidian noch zum Schluss hier farmen. Und ich würde mich auf jeden Fall wirklich riesig freuen, wenn ihr dabei wärt bei der Minecraft Let's Play Together Season von Matthias und mir. Es wird auf jeden Fall episch. So, was passiert jetzt? Alter. Okay. Ich hab eine Idee, was wir jetzt machen. Wir bauen das mal eben gleich oben zu und gucken mal, was das dann gegeben hat.
Kann ich das jetzt zubauen hier? Eigentlich müsste doch die Lava jetzt. Ah, genau. Jetzt geht sie langsam zurück. Wir schütten mal einen Wassereimer drauf. Ah, wo ist er da? Da ist der Wassereimer, schnell. Nein, ich will den draufschütten. Jetzt wird dann daraus nämlich Stein. Und jetzt muss ich das Wasser aber mal eben wegmachen. Wo haben wir den leeren Eimer denn? Da haben wir den leeren Eimer. Jetzt wird ja aus dem Let's Show Minecraft wird jetzt einfach nur so ein Rumgespiele. Das ist aber eigentlich ganz geil, weil dafür ist Minecraft da echt prädestiniert, sag ich mal, dass man wirklich relativ viel machen kann und sich die Zeit da vertreiben kann und einfach mal so ein bisschen rumtesten kann, während sich das Wasser jetzt hier wieder abbaut und wir das da sehen. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe echt, da ist Obsidian drunter. Ich kann es nur leider gerade nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke habe. Alles ein bisschen schlecht. Oh, ich bin gespannt. So, da ist es jetzt weg. Was hat sich da denn... Hat sich da normaler Stein gebildet oder was ist da jetzt drunter? Hä? Ja, aber Obsidian ist halt immer das Problem, das darf, glaube ich, nicht fließen. Das ist genauso, wenn man sich ja eine unendliche Wasserquelle bauen will, dann darf das ja auch nicht fließen. Das ist ja immer das Problem. Warte mal. Nee, da drunter ist auf jeden Fall nichts. War ganz normaler Stein, der sich gebildet hat. Na gut. Ich würde sagen, Leute... Oh, jetzt habe ich hier noch... Ah! Ich würde sagen, Leute, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten... Abonnieren nicht vergessen, würde ich mich auch freuen. Und denkt dran, bald große Minecraft Pocket Edition Season. Und was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung zu Minecraft Pocket Edition hier unten in die Kommentare. Ciao.